Herzlich willkommen auf YouTube zur nächsten Folge meines Let's Plays. Stefan ist schon weg. Der muss morgen auch wieder früh raus. Gut, ich auch, aber ich denke mal, eine Folge können wir noch. So, und in der Folge werden wir jetzt hier auch dafür sorgen, dass wenn alle Felder fertig sind, wir auch noch ein bisschen was haben zum Verkaufen. Und wie viel ist denn da drin noch? So, da haben wir eine Menge Hamelsch. Und wo geht die hin? Geht die in Ellas Dorfladen. Oh, das wird ja lustig. 24 Paletten. Ellas Dorfladen. Das geht nicht. Komm mit dem hier doch nicht in das Dorfladen rein. Da werden wir mal zwischenpacken müssen. Ist eher was für große Transporte. Zu den großen. Also, ne, das wird nichts. Das habe ich mir. Da hätte ich vorher darauf achten sollen. Supermarkt, das hätten wir jetzt hingekriegt. Aber mit ihm hier, in das Dorfladen, das können wir vergessen. Obwohl. Männchen hat hoffentlich keine Kollision, da können wir einfach reinfahren. Ich kann aber ein Foto machen vom Jung. Fahr jetzt! Wenn hier ein LKW rangiert, hast du da nicht reinzufunken. Doch, weil einer sagt, das geht nicht. Platz in der kleinsten Hütte. Hin. Der Hof gehört uns nicht. So, dann gucken wir jetzt noch mal auf den Arbeitsplan. Felder, 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 Felder. Ja, das einzige, was noch übrig bleibt, ist Feld 26 Walzen.
Für den nächsten Monat haben wir dann zwei Grasfelder spritzen und düngen. Und ansonsten nur Holz. Nur Holz. Da können wir uns jetzt auch mal den neuen Traktor hier auf dem Server nochmal angucken. Den er da so schön gekauft hat. Beziehungsweise, ne? Er meinte, es ist ihm eigentlich egal. Und ich sagte, hör mal, kosten die alle dasselbe in der Größenordnung. Du darfst dir einen aussuchen, hat er sich dafür entschieden. Das könnte sein, Pit. Das könnte sein. Dass das schlecht ist, bevor es verkauft ist. Aber wenn sie die Menge bestellt. Ja, ich verwende den Nvidia Shader. Müsste jetzt auch mal wieder den Grafikkartentreiber updaten. Aber ich schreck da immer davor immer zurück. Was habt ihr das Richtige? Ja. Weil ich dann wieder alles neu einstellen muss. Wenn dich meine Einstellungen interessieren, die sind auf Basis von El Matadors Einstellung, glaube ich, war das. Die hatte ich mir bei dem, ne, die sind bei, stehen bei dem im Discord. Kannst aber auch bei mir im Discord gucken. Ich habe da mal Screenshots von gemacht, was ich da eingestellt habe, und die sind in dem im Stream-Channel angeheftet. Na gut, ich habe ihm gesagt, er hat so schnell gearbeitet. Ich meine, das Feld ist ja auch eigentlich, wenn man mal so guckt, winzig, ne? Ja, Vaporholic, das ist der Grund, warum ich das gesagt habe, weil die Erfahrung sagt, dass die Frage dann als nächstes kommt. Könnte man in den Einstellungen zeigen? Oh, das war aber zu schnell. Kennen wir schon, deswegen habe ich mal die Mühe gemacht, das Ganze mit Screenshots da reinzupacken. So kann man sich das auch immer wieder angucken. Und wenn ich ehrlich bin, ist natürlich auch für mich eine Erleichterung, weil wenn ich jetzt wieder meinen Grafikkartentreiber aktualisiere, dann sind die Einstellungen wieder weg. Und dann kann ich in den Channel gucken und sehe meine eigenen Einstellungen. Super, oder? Zünd den Knaller. So, aber hiervon müssen wir natürlich auch noch mal ein Foto machen, ne? Bevor ihr nach einer fragt, wie ich das mache, ich mache das HUD aus und schalte den Flugmodus ein. Da fehlt jetzt zwar dieses Staubzeugs hier. Ne, das fehlt dann leider, weil er das halt nicht im Pausemodus macht. Und ja, das habe ich mir einfach selbst kurz als Mod geschrieben. Ne? Eine Taste gedrückt und der wechselt die Modis hin und her. Na, also ist, kann man ja auch über das Easy Development machen, wenn man nur ab und zu mal einen Screenshot machen will. Geht man in das Easy Development dann zum Beispiel rein und sagt hier, HUD ausblenden ist so ein Ding, kann man einstellen. Flugmodus aktivieren und Flugmodus
Dann aber auch, ne? Und dann auch auf Fliegen umstellen. Ich habe mir nur überlegt, das sind ja jedes Mal dann immer diese drei Dinger hin und dann wieder drei Dinger zurück. Und deswegen habe ich mir das als Mod gemacht. Denke nicht, dass außer mir das jemand braucht. Da bleibt er wohl privat. Oh. Da unten hat dann Action vergessen. Egal. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Der Rest kommt dann erst bei der nächsten Ernte, aber das dauert. Ja, da heißt es jetzt aufräumen. Und auf den Frühling warten. Denn jetzt ist nichts mehr zu tun. Wie gesagt, zwei Felder spritzen und düngen. Im Frühjahr, im nächsten Monat, also im Dezember. Und ansonsten auf 3 Tage pro Monat, 3 Monate lang nur Holz. Finde das jetzt auch doof, quasi für den Winter die Tage runterzudrehen. Ja, vielleicht kriegen wir ja auch noch ein bisschen was an Fahrarbeit, wenn im Dezember noch ein bisschen Nachwuchs in den einzelnen Stellen kommt. Könnte ja sein. Aber ansonsten bleibt nur Holz, ne? Irgendwas stimmt hier mit meinem Stuhl nicht.
Ja, da kommt der Holzwurm durch. Geht der hier und kostet die ganze Zeit Geld, ne? Der 3 beschimpft Stefan aber noch unter die Nase. Wisst ihr was? Kann ja noch mehr zu donnen. Für den neuen Monat. Nämlich, man darf nicht vergessen, hier haben wir auch noch die Weintrauben. Die Schritte muss ich auch noch in unseren Plan mit aufnehmen. Da können wir zwar jetzt noch nichts tun. Ja, doch. Ich kann eigentlich jetzt schon hier abknipseln. Aber die wachsen halt nicht vor dem Ende des Monats, ne? Vor nächstem Jahr. So, 5000 haben wir hier noch drin. Und 19.000 Rotwein. So schnell arbeitet der Abfüller ja nicht. Gucken. Ja. Ja, Weinabfüllung. Na, er hat ja noch 5000 Liter, das heißt, er arbeitet damit noch einen Monat. Weil er macht ja nur 5000 Liter pro Monat. Wir haben aber hier noch 60.000 Liter. Hier nochmal 20 sind dann 80.000, 81.000, 100.000, 105.000 haben wir hier noch. Ja, kann sein, dass wir da sogar noch mehr haben, als überhaupt verarbeitet werden kann. Dann kann man überlegen, ob wenn hier die Traubenverarbeitung, wenn das hier einfach voll ist, hoppla, dass man den Rest dann einfach quasi zum Traubensaft verpackt macht. Ist ja noch eine ganze Menge. Naja, wir werden sehen. Nach meiner aktuellen Einschätzung denke ich, eine Ernte reicht für ein ganzes Jahr hier das Zeug zu betreiben. Bis zur Abfüllung. Naja. So ist das halt. So, was machen wir jetzt hier? Wir machen jetzt hier die Geschwindigkeit runter.
Einmal am Ende Spiel speichern. Achso, nochmal gucken, hat er jetzt. Hat man nämlich gestern das Problem, dass er die das hier auch nicht synchronisiert hat. Okay, er hat das synchronisiert. Naja, unterm Strich mit den Verkäufen und so weiter. Im November sind wir noch leicht im Plus. Das ist gut. Insofern sollte das alles wunderbar so sein. Gute Nacht, Psychobäcker. Wir machen hier jetzt auch Schluss. So, und wir machen auch Schluss, ist ernst gemeint. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ich guck mal, ob ich noch was Interessantes sehe zum Reden. So, ich schicke euch zum Agrarsascha. Ich hoffe, das ist für euch so genehm. Da haben sie bald schon länger nicht mehr hingeradet. Müssen ja nicht immer die gleichen sein. Und dann wünsche ich euch da auf jeden Fall viel Spaß noch. Bis dann und tschüss.